Damit hallo und herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Plaskor. Weiter geht es mit der Gothic 2 Atari Edition. Mir ist gestern noch was eingefallen. Ich habe ja den Grundstöckel bei Loberts Hof gesucht und ich glaube, ich weiß, wie der wohl liegt. Ich habe mich zu sehr auf den Steinkreis konzentriert und dachte mir, ach, der Grundstöckel wird schon nicht irgendwie da unten ein bisschen den Berg runter liegen, aber ich meine, da lag er. Weil da... Ich meine, da müsste er liegen. Ich schaue einfach nochmal nach. Ich meine, kostet mich ja nichts. Und dann sack ich mir den ein, denn Grundstöckel werde ich auf jeden Fall brauchen. Irgendeine Art von Trank werde ich auf jeden Fall lernen. Also irgendeine Art von permanenten Trank. Geschicklichkeit, Stärke. Ich glaube, die permanenten Mana-Tränke kosten gar keine Grundstöckel. Ich glaube, die kosten nur Feuerwurzeln und noch irgendwas. Aber das weiß ich nicht. Ich meine, entweder liegt er hier in der Mitte, weil hier habe ich auch noch nicht geschaut. Nee, in der Mitte nicht. Dann liegt er, glaube ich, irgendwo hier unten. Irgendwo bei den Pilzen an der Seite, glaube ich. Ah, Moment. Da liegt doch schon was. Ist es nicht ein Heilkraut? Nee, Grundstöckel, ha. Ja, mir ist gestern irgendwie gekommen, Moment, da war doch was. Die Goblinbären lagen immer hier irgendwo rum, die habe ich ständig übersehen. Und genau, der Grundstöckel, der spawnt da unten. Ja, soweit so gut. Gut, dass ich das nicht vergessen habe. So, jetzt überlege ich mal, ob ich hier noch was machen kann auf dem Hof, aber ich glaube nicht. Hier bin ich durch, dann gehe ich mal in die Stadt zurück und überleg mal. Ich könnte mal in die Quest reinschauen, was ich momentan habe. Okay, Blutkelche. Ach ja, Ablösung für Laris. Ich könnte Laris sagen, dass ich jemanden gefunden habe, der... Okay, das ist alles außerhalb. Banditen, Lehrling in Korinis. Ach ja, das Experiment muss ich noch machen. Wassermagier, Steckbriefe, Kaul und Saltitte. Okay, das ist alles für die restlichen Quests alle außerhalb. Aber ich muss Laris noch Bescheid sagen und Ignaz seine Quest noch machen. Also muss ich die Vergessenspruchrolle... Moment, das habe ich schon gemacht. Ich habe doch Valentino verhauen. Ach, dann kann ich... Dann ist die Quest auch schon fertig. Dann gehe ich mal zu Ignaz und gebe die ab. Dann müsste ich auch mit Ignaz handeln können. Da geht vielleicht wieder ein bisschen Gold drauf. Weil ich meine in Erinnerung zu haben, dass der Verwandlungsspruchrollen hat. In irgendeiner Version, entweder was mit der Minimod-Balance oder im originalen Gothic 2 oder in Die Nacht des Raben. Irgendwann hatte der, glaube ich, mal Verwandlung in Drachensnapper oder so direkt hier im ersten Kapitel zu kaufen. Aber ich weiß gar nicht mehr, in welcher Version das war, oder vielleicht täusche ich mich auch. Aber der hatte mal richtig gute Verwandlungsspruchrollen. Jetzt gebe ich ihm erstmal die Quest zurück. Ich habe die Spruchrolle angewendet. Gut, gut. Und, hattest du Erfolg? Aber sowas ja, von. Ja, es hat funktioniert. Ausgezeichnet. Ein kleiner Fortschritt für die Wissenschaft, aber ein großer für mich. Jetzt kann ich meine Zeit nutzen, um dich in den Künsten der Alchemie zu unterweisen. Und wenn du willst, kannst du auch einige nützliche Dinge von mir haben. Ich werde, glaube ich, von beiden Gebrauch machen müssen, denn... Soweit ich weiß, ich muss mindestens einen Trank lernen, damit ich den Geschicklichkeitstrank später brauen kann, diesen permanenten. Ich glaube, in der Nähe von Ona ist diese Kräuterhexe Sagitta, glaube ich, und die bringt mir das, glaube ich, bei, aber nur, wenn ich einen Trank kann. Lehre mich die Kunst der Alchemie. Zur Herstellung eines Tranks am Alchemietisch brauchst du eine Laborflasche. Und du benötigst unterschiedliche Pflanzen oder andere Ingredienzien für jeden Trank. Trank der Geschwindigkeit? Nee, den brauche ich sowieso nicht. Ich werde mir in der Addon-Welt diese feurigen Heringe da kaufen. Oder Flinkerheringe, oder irgendwie so. Und die werden dann meine Geschwindigkeitstränke. Aber da ich noch nicht weiß, ob ich Magier mache oder Nahkämpfer, weiß ich noch nicht. Ich lerne noch keinen. Das mache ich später. Aber ich kann mir mal seine Ware anschauen. Zeig mir deine Ware. So, was hat er denn hier? Da genau, Verwandlung Drachensnapper. Und hier auch nur benötigtes Mana 60. Okay, was heißt nur? Das ist schon recht viel. Aber kein Mana pro Sekunde, wie ich es aus der Minimod Balance gewohnt bin. Das heißt, für mich heißt es, wenn ich mich einmal in ihn verwandelt habe, kann ich so lange eher bleiben, bis ich mich zurückverwandle. Was auch blöd ist, weil ich als Drachensnapper nichts looten kann. Aber ich werde mir den Drachensnapper auf jeden Fall holen. Ich brauche noch ein paar Vergessensspruchrollen, weil ich die, glaube ich, bei...
was sollte ich sagen, im Kloster abgeben muss, falls ich Noviz werde. Ich muss erstmal ein bisschen Geld auftreiben. Weil momentan kann ich mir das alles noch nicht leisten. Das heißt, ich muss nochmal ein paar Häuser einsteigen. Weil wie kommt man denn sonst an Geld? Hier unten wird mir das alles nicht viel bringen, hier in diese Häuser einzusteigen, aber... merkt das überhaupt jemand? Nö. Okay, dann räume ich das hier mal aus. Ja, hier unten wird mir das nicht viel bringen, aber ist besser als nichts. Ja, 3 Pfeile. Gratulation. Ja, okay, das macht jetzt vielleicht nicht so viel Sinn, hier die ganzen Truhen auszuräumen. Wobei, ich könnte Brahims Truhe ausräumen. Wobei, das habe ich schon gemacht. Keine Ahnung, sag du es mir. Ich könnte hier mal schnell reingehen. Ja, das dürfte keiner bemerken. Schau ich mal, was hier drin ist. Ja, aber im Hafenviertel lohnt sich das alles einfach nicht. Rechts, links, rechts, links, links, rechts. Wie viele Dietriche habe ich denn? Kann ich mir das leisten? 6 Stück, ja. Das hat sich auch wieder überhaupt nicht gelohnt, 2 Dietriche für die Truhe kaputt zu machen. Was hattest du denn da drin zu suchen? Ich wollte klauen. Aber die Sache ist halt... ich würde schon gern alles ausplündern. Ja, jetzt hängt es wieder ein bisschen. Ja, jetzt hat es wieder kurz gehangen. Das passiert mit dem Renderer mal. Das kann ich nicht wirklich ändern, glaube ich. So, jetzt gehe ich hier mal rein. Wenn mich dabei keiner sieht. Mein Gott, bin ich ein guter Dieb. So, denn... hier könnte ich eventuell noch was Sinnvolles finden. So, was haben wir denn hier? Links, rechts, rechts, links. 2 Gold und ein Dolch. Ja, so geht's natürlich nicht. Also wenn ich weiterhin meine Dietriche so schnell zum Teufel jag. Du bist ja gar nicht so dumm, wie du aussiehst. Habe ich Kelche, Teller oder einen Silberkelch, den ich ihm verkaufen könnte? Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Ja, das mache ich mal. Ich gebe dir für deinen gesamten 100. Kram 50 Goldstücke. Ja, oder auch nicht. Ach. Ich gebe dir 50. Ja, 50. Gut, ich verkaufe. Das war ein gutes Geschäft für heute. Ja, ich weiß. Ja, das hat mir jetzt mit dem Gold nicht viel geholfen. Also ich werde wahrscheinlich mal anfangen müssen, die ganzen einzelnen Bürger hier zu verhauen, dass ich EP krieg und zumindest ein bisschen Gold. Ich dachte, das würde halt mehr Sinn machen, wenn ich die erst verhaue, wenn ich zumindest ein paar Kampftalente gelernt habe. Weil jetzt bin ich schon noch ziemlich schwach. Jetzt muss ich erst meinen ganzen Müll hier loswerden. Ich benutze mal ja, sie als Schrotthändler. Zeig mir deine Ware. So. Feldrübe, die brauche ich sowieso nicht. Was haben wir hier noch? Okay, das brauche ich alles nicht. So, jetzt muss ich ein bisschen was loswerden. Kochlöffel, Besen, das brauche ich alles nicht. Ja, Ruhestahl, eventuell, schäfiger Jackquarz. Hammer. Ich weiß halt nicht, ob ich das nochmal, ob ich die nochmal brauche. So viele Fackeln brauche ich auf jeden Fall nicht. Ja, die Blutkirche werde ich so oder so nicht verkaufen. Pfandbrief. Ja, da steht eh nur drin, dass ein Blutkelch bei Lehmann liegt. Aber ich lese den mal, weil vielleicht gibt es einen Tagebucheintrag. Nee, gibt keinen. Ich meine, den habe ich schon mal gelesen. Ja, zeig mir deine Ware. So. Das heißt, ich gebe den Pfandbrief zurück. Den Steckbrief brauche ich auch nicht. Konstantinus Kräuterliste brauche ich auch nicht. Die göttliche Kraft der Gestirne habe ich gelesen, aber ich gehe mal auf Nummer sicher. Ja, habe ich gelesen. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Die hatte ich gelesen, also verkaufen. Landkategorien, das brauche ich eigentlich nicht. Aber die behalte ich mir mal. So, was haben wir hier noch? Eine Orkwaffe brauche ich nicht mehr. Und Wert 1, na toll, ja, komm weg damit. Degen, rostiges Schwert will ich nicht. Spitzhacke brauche ich erst in der Addon-Welt. Und bis dahin finde ich bestimmt wieder eine, also weg damit. Dass ich hier mal ein bisschen das Inventar aufräumen kann. Gehstock. Ja, die Kurzbogen, die machen so wenig Schaden, das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn, die mitzunehmen, also weg damit. Bolzen kann ich auch alle verkaufen, weil ich sowieso keine Armbrust spielen werde. Wanzenfleisch. Ich weiß gar nicht, ob man die braten kann. Ich behalte die mal. Ich bin mir bei vielen Sachen echt nicht sicher, ob ich die brauche oder nicht. Deswegen sicherheitshalber behalte ich das mal, weil auf
So hart bin ich jetzt auf Skull auch noch nicht angewiesen. Wobei, eine Bürgerrüstung brauche ich auf jeden Fall nicht. Ja, das Amulett brauche ich eigentlich auch nicht, weil ich werde das Irrlicht höchstwahrscheinlich eh nicht trainieren. Ja, den Flammenschutzring hebe ich mir auf. Laris, seinen Ring, den verkaufe ich auch nicht. Ich weiß gar nicht, was dann passiert. Aber gut, mehr kann ich erstmal nicht verkaufen. So, ich schaue jetzt erstmal, wie lange es dauert, einen von den Bürgern hier zu verkloppen, speichern. Und dann... Ja, das dauert mir zu lang. Obwohl eigentlich... Fertig! Weil da kriege ich jetzt pro Bürger halt 100 EP. Und halt den ihr Loot. Fertig! Jetzt wird's alles. Und die sind halt auch nicht so schwer. Gib alles! Das heißt, eigentlich wird es Sinn machen. Oh, aua. Ja, alles gut! Die arme Frau. Ja, die hat halt 17 Gold. Und wenn ich den ganzen Müll noch verkaufe, dann komme ich vielleicht auf 20. Dann sind das 100 EP und 20 Gold pro Bürger. Also werden ein paar Bürger dran glauben müssen. Die führt sogar eine Einhandwaffe mit zwei Händen, da weißt du. Die kann wirklich überhaupt nichts. Ich würde so lachen, wenn sie mich jetzt umhaut. Nächste Mal werden wir ja sehen. Ja, wenn ich ein, zwei Mal critten würde, dann würde es natürlich alles ein bisschen leichter gehen. Wobei, weil ich gerade dran denke, dass ich vielleicht darauf warte, dass ich ein bisschen mehr Stärke und Kampftalente habe, bevor ich hier die Bürger verkloppe. Oh, die habe ich schon verhauen, tut mir leid. Ja gut, aber... Ja, wie gesagt, weil wenn ich Magier mache, dann lerne ich eh keine Kampftalente. Also von daher verhaue ich sie lieber jetzt gleich. Weg mit der Waffe! Ja. Na bitte, er zieht nämlich die Waffe. Das heißt, glaube ich, dass er mich bei André verpetzen wird. Also da muss ich zahlen, wenn ich den verhaue. Obwohl er ein Hafenvierteltyp ist. Aber es hilft halt nichts. Also da werde ich 50 Gold bei André zahlen müssen. Weg mit der Waffe! Die EP sind es mir wert. Muss ich mal schauen, ob er, wie stark er ist. Boah, einmal getroffen und sofort gekrittet. So. Danach darf ich direkt erstmal wieder was essen, um mich wieder mal hier hochzuheilen. Was hat denn der überhaupt für eine Waffe in der Hand? Das ist kein schwerer Stock, das ist kein G-Stock, glaube ich. Also kein schwerer Ast. Na, ich sehe es gleich. Hoffentlich. Außer er haut mich jetzt um. Was immer noch passieren kann. Boah, jetzt hat er mich getroffen. Nicht schlecht. Oh, 200 EP. Das ist doch ein G-Stock. Ja, das war knapp. Und bevor ich hier mein ganzes Essen wieder raushaue, lege ich mich lieber schnell schlafen. Ja, ich habe eigentlich die Bürgerin glaube, hier verhauen, weil die hat einen Dolch anliegen. Und normalerweise plündere ich die Leute ja immer. Und die ziehen sich dann, glaube ich, nur einen schweren Ast oder gar nichts an. Das heißt, eigentlich, wenn sie einen Dolch anliegen haben, heißt es für mich, die habe ich noch nicht umgehauen. Also es tut mir echt leid, Bürgerin, aber... Ich hatte echt gedacht, dass ich deine EP noch brauche. So. Ja, jetzt habe ich eh schon Ärger mit Lord André. Das bezahle ich dann kollektiv alles. Jetzt verkloppe ich erstmal den Rest. Ja, die Paladine dürfen es, glaube ich, nicht merken. Okay, von den beiden hat keiner was gegen eine Schlägerei. Okay, die Paladine sind zu weit weg. Der hat einen Degen an. Ja, das tut weh wahrscheinlich, wenn der mich trifft. Und ich glaube, die Paladine, wenn die mich bemerken, dann finden die das auch nicht toll, was ich hier mache. Aber es ist halt nun mal... Autsch. Das ist halt nun mal notwendig, weil die ganzen EP, das sind... Keine Ahnung, ouch. Das sind, ich weiß nicht, bestimmt 15 Bürger oder so, die ich hier unten jetzt verhau. Das sind 1500 EP, also es sind auf jeden Fall über 10, also über 1000 EP. Und bestimmt insgesamt 300 Gold oder irgendwie sowas. Ja, das muss halt sein. Also jetzt werde ich mich hier durch das Hafenviertel mal durchprügeln. Gar nicht so übel. 200 EP. Ja, das könnte auch einer sein, der mich bei André verpetzt, aber so ist es halt. Speichere ich mal ab, jetzt bin ich schon nah an den Paladin dran. Von dem muss ich mal ein bisschen weggehen. Wenn ich halt mal critten würde. Ja, weil... Wobei, wenn ich Magier lerne, könnte ich eigentlich die mit der Magie
so schwächen, kurz bevor sie umfallen und sie dann mit dem letzten Schlag mit der Waffe umhauen, dann könnte ich das hier auch mit Magie machen, aber... Autsch! Aber eigentlich, wenn ich Magier lerne, will ich schon so viel LP haben, dass ich richtig viel gleich in Mana investieren kann. Das heißt, ich hole mir so viel EP, wie es geht, im Vorhinein. Ja, wenn der mich nochmal trifft... Boah! Das war schon wieder eng. Jetzt ist der Rhythmus fast... Jetzt war's eng. Jetzt war der Rhythmus kurz ein bisschen raus. Und ein Apfel war drin, sehr schön. So, ich werde mir mein Essen und meine Heiltränke aufheben. Denn die werde ich eventuell noch brauchen. Das heißt, ich schlafe direkt mal wieder. Ich glaube, irgendwer macht sich da auch über mich lustig. Also war über die Leute lustig, die sich bei jeder kleinen Verletzung sofort ins Bett legen. Ich weiß gar nicht, wer das war. War das sogar Konstantin? Diese Weicheier, die sich bei jeder kleinen Verletzung sofort schlafen legen. Irgendwer erzählt es hier in Gothic, aber ich weiß nicht mehr, wer das war. So, jetzt verhau ich dich mal. Ich habe was anderes gehört. Hier um die Ecke ist Attila, mit dem lege ich mich nicht an, weil der würde mich auf jeden Fall kaputt machen. Ah, der gibt 300 EP. Also irgendwann werde ich den auch nochmal umhauen. Vielleicht nehme ich eine Spruchrolle für den hier. Oh, scheiße. Ja, das lade ich neu. Ach ja, F9. Weil jetzt hat mich Peck bemerkt. Und das ist schlecht. Ja, Peck ist nämlich hier oben im Bordell drin und ich muss... Ich schlage ihn jetzt mal an und versuche ihn von hier ein bisschen wegzulocken. Darf ich hier mal, jetzt stecke ich fest. Ich muss ihn mal von hier ein bisschen weglocken. Worum soll ich mich denn noch alles kümmern? Genau. Hier soll es besser laufen, hier dürfte mich Peck nicht sehen. Weil wenn Peck mich sieht, der ist halt Miliz und ich weiß nicht, das geht glaube ich nicht. Der haut mich dann nämlich, wenn ich ihn umhau, dann kriege ich glaube ich richtig Ärger. Dann muss ich bei André glaube ich richtig blechen. Abgesehen davon wüsste ich nicht mal, ob ich Peck überhaupt schaffe. So. Edda, ich weiß gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob man Attila nochmal braucht im späteren Verlauf. Weil ich habe ihn früher immer ganz getötet, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Ich weiß gar nicht, ich lasse ihn jetzt mal eben. Also normal würde ich jetzt mit einem Blitzschlag oder so Eisblock auf ihn zugehen und ihn damit umhauen. Aber den lasse ich das mal eben. Ist schließlich jetzt ein Gildenkollege. Vielleicht kann ich ihm das Diebeszeichen zeigen, das fällt mir gerade ein. Das probiere ich jetzt mal. Und dann schaue ich mal. Nagua, kann ich das auch noch zeigen? Ich weiß gar nicht, das muss ich jetzt mal machen. Das kommt mir gerade so. Die geben ja 200 EP. Ich dachte, die geben alle nur 100. Und noch Äpfel. Ja, das ist doch nützlicher, als ich dachte, was ich hier mache. Aber jetzt schaue ich erstmal kurz nach Attila und nach Nagua, bevor ich das vergesse. Weil wenn ich irgendwas nicht im Questlog stehen habe, dann vergesse ich das sofort. Hallo Attila. Meine Aufgabe ist beendet. Mit dem kann ich nicht reden. Für dieses Mal. Aber wer weiß, vielleicht kreuzen sich unsere Wege ja nochmal. Möglich? Ich weiß nicht, Edda will ich eigentlich nicht verhauen, das tut mir schon leid. Kannst du mir eine Suppe kochen? Nichts leichter als das. Hier, nimm einen Teller. Aber ich werde sie trotzdem verhauen, tut mir leid. Tut mir echt leid, Edda, aber... EP sind nun mal EP. Ich glaube, die ist auch gar nicht böse auf mich. Ich glaube, die kocht mir auch noch weiterhin meine Suppen. Eigentlich ist es schon mies, hier da durchzugehen und die ganzen Bürger zu verkloppen. Aber die Sache ist halt wirklich, es sind halt EP, ne? Und gerade als Magier bin ich wirklich um jedes bisschen EP froh, weil ich halt dann richtig viele Mana investieren kann. Und nicht alle 2 Sekunden irgendwelche Mana-Tränke schlucken muss. Moment, was hat die denn alles? Rezept für Eddas Fischsuppe. Oh, ich wusste gar nicht, dass die das Rezept hat. Und die Innerstadt habe ich zurückgeklaut. Kann ich jetzt selber Fischsuppen machen? Das wusste ich gar nicht. 250 Gold. Jetzt wollte ich nur sehen, was der Tagebucheintrag sagt. Nächste Mal werden wir ja sehen. Fischsuppe, ein Fisch und was? Und ein Wein? Ist sie böse auf mich? Nee. Q.
Cool. Das Rezept, ich glaube, wenn ich das einmal gelesen habe, kann ich es auch wieder verkaufen. Zwar haue ich die beiden, wobei das wird schwierig, da wird Peck mich sehen. Aber probieren geht über Studieren. Okay, es hat nur einer die Waffe gezogen. Ich habe Peck jetzt nicht gehört, also würde er mich nicht bemerkt haben. Ja, wenn die da so eingeengt ist, dann wird die mir ein bisschen zu unberechenbar. Ich lasse die lieber mal hier ein bisschen frei. So. Dann fahre ich die andere Bürgerin noch und dann bin ich sowieso eigentlich schon recht weit. Das waren wahrscheinlich jetzt schon die Hälfte der Bürger. Sehr schön. Geld, 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 Geld. So. Ja, bei dir. Jetzt wird's eng. Jetzt könnte mich Peck wirklich sehen. Ja. Ja, ja, ja. Da hat mich Peck gesehen. Ja, das geht nicht. Das heißt, die kommt nochmal davon. Hier hinten, ich weiß gar nicht, ob ich Karl verhauen kann. Der ist wahrscheinlich ziemlich stark, wenn er schon Stärketrainer ist, aber ich probiere es trotzdem mal. Aber ich könnte erstmal seinen Arbeiter verkloppen. Hallo. Der sollte, ja, der geht ganz gut runter. Deswegen mag ich das Hafenviertel. Du kannst einfach rumgehen und die ganzen Leute verprügeln. EP einstreichen, Loot kassieren. Schön. Gerade am Anfang richtig nützlich. Ich weiß immer noch nicht, welchen Lehrling ich mache. Ich glaube auch, dass ich vielleicht das Game hier vielleicht als Safe Game mal hochlade. Oder als Safe Game hier mal behalte. Dass ich jetzt noch so viel mache wie möglich, so kurz bevor ich mich entscheide, welcher Lehrling ich werden soll. Dass ich, falls ich mich doch mal irgendwann umentscheide, fürs nächste Gameplay oder so, dass ich da hier wieder einsteigen kann. So, jetzt verhaue ich mal Karl. Das ist ja interessant. Okay, der sagt nicht irgendwas von wegen, du brutaler Schläger oder so. Oh, der hat gar keine Waffe. Oh, ich mache ja richtig viel Schaden bei dem. Ja, wahrscheinlich haut er mich jetzt trotzdem an, obwohl er nicht mal eine Waffe hat. Versuch das ja nicht. Ja, da oben sind Milizsoldaten, da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Was mich wundert, er kann, wenn er zurückgeht im richtigen Moment, kann er blocken. Ich frage mich natürlich, wie man mit seinen bloßen Händen gegen so eine gegen so einen Knüppel sich verteidigen will, der mit Nägeln hier bespickt ist, aber ich muss ihn mal da ein bisschen rauslassen, sonst blockt er zu oft. Jawoll, 300 EP. Habe ich eigentlich genug Geld? 800, ich kaufe mir jetzt zumindest mal die Drachensnapper-Rolle. Das ist die wichtige. Leere. Nein, das wollte ich nicht, tut mir leid. Nein, jetzt habe ich den Trank gelernt! Ja, ich muss neu laden. Ja, ist ganz schwer, linke und rechte Maustaste zu unterscheiden. Wo habe ich das letzte Mal gespeichert? Okay, bei Karl. Ja, den kann ich nochmal umhauen. Ja, Karl, sorry, das ist jetzt echt nicht, weil ich dich so gern umhau, aber ich war echt zu blöd, linke und rechte Maustaste zu unterscheiden. Der würde mich echt umhauen. In einem fairen Kampf, wenn ich ihn hier nicht gegen die Wand drücken würde und er manchmal einen Schlag rauskriegen würde, würde mich der wahrscheinlich echt umhauen. Ja gut, er ist ein Stärketrainer, also der kann schon. Der kann schon zu. Ups, ups. Ja, mit so einem niedrigen Skill, da unterbricht die Links-Rechts-Kombi hier schon mal gern. Aber gut, diesmal werde ich vorsichtig die richtige Option bei Ignaz wählen. Der hat gesessen. So. 300 EP. Und hallo Ignaz, gib mir mal bitte deine Spruchrolle. Zeig mir deine Ware. So, ich will Verwandlung Drachensnapper. Dann will ich... Och, den Feuerwehrer nehme ich auch gleich mit. Und ich brauche noch ein paar, um mich zu tarnen. Vielleicht ein Walk noch. Und ein Schaf. Snapper, Varan, Wolf. Ja, diese Zwischendinger will ich nicht. Entweder was ganz Starkes oder was ganz Billiges, nur um mich irgendwo vorbeizuschleichen. Ja, die Riesenratte könnte ich noch kaufen und vielleicht noch eine vergessen. Oder zwei vergessen. So, jetzt habe ich noch 9 Gold. Nimmst du mir das übel, hey, Karl? Du. Ist ja schon gut, du hast gewonnen. Na, was willst du? Na, gar nichts, tut mir leid. Ich wollte nur sehen, ob er jetzt sagt, ob er mir das übel nimmt, ob ich gleich vielleicht
mich entschuldigen muss. Okay, die kann ich nicht verhauen. Jetzt muss ich mal rechts um die Ecke schauen. Da saß, glaube ich, noch eine. Ah, die wird wahrscheinlich auch von Peck gesehen. Mal abspeichern. Ja, ja. Die wird auch von Peck gesehen. Ja, da finde ich vielleicht nochmal eine andere Lösung. Zum Beispiel in der Nacht, wenn die schlafen gehen, dann sind sie ja im Haus und sind sie ein bisschen weg von Peck. Da könnte ich sie verhauen. Aber die hier kann ich noch verkloppen. Ja, Waffe bitte ziehen. So. Es wär so richtig peinlich, wenn mich jetzt hier so eine Bürgerin mal umhaut. Ich glaube, wenn die kritten, dann tut das auch schon auch weh. Die hält zumindest ihren Einhanddolch auch mit einer Hand. Nicht wie die letzte Bürgerin mit zwei. So, 100 EP kommt zu mir. Ach, mit Nago wollte ich noch reden, fällt mir gerade ein. Oh, ouch. Ich sag ja, wenn sie krittet, dann tut's schon weh. So. Jetzt rede ich mal kurz mit Nago. Mit Mo muss ich auch mal kurz reden. Hey. So, dem kann ich, glaube ich, Diebeszeichen zeigen. Zack. Du hast es also geschafft. Jetzt kennst du meine Auftraggeber. Halte dich an das, was Cassia dir sagt. Uns ist es egal, wer du sonst bist. Du bist einer von uns. Und nur das zählt. Okay. Mehr hat er erstmal nicht. Cardiff kann ich, glaube ich, auch das Diebeszeichen zeigen. Du mischt bei der Bande mit. Na gut, dann habe ich etwas für dich. Wenn du mal Dietriche brauchst, dann komm zu mir. Ich habe noch ein paar auf Lager. Frag mich einfach nach, was zu trinken. Dann gib mir was zu trinken. Gib mir was zu trinken. Mal schauen, was er sonst noch so hat. Dietriche. Okay, ich dachte, er hätte vielleicht Äpfel oder sowas, aber hat er nicht. Ich kann mal kurz schauen, Informationen. Ich brauche Informationen. Ne, gibt's momentan nix. Sehr schön, jetzt schaue ich mal, ob Mo mir noch was zu erzählen hat. Den habe ich nach der Schlägerei gar nicht mehr angesprochen. Ist ja schon gut, du hast gewonnen. Was willst du? Ich glaube, den kann man nur fragen, du kennst dich doch hier bestimmt aus. Nee, das brauche ich nicht. Ich kenne mich hier selbst aus. So, jetzt verhaue ich noch die paar Bürger hier und dann gehe ich in die Richtung dahinter, Richtung Alrik und verhaue da noch den Rest. Dann bin ich ja eigentlich durch. Eigentlich könnte ich schon pennen gehen, dass ich wieder volle HP habe. Was suchst du hier? Geh! Ja, Sekunde, ich gehe gleich. Jetzt verhaue ich da die restlichen Bürger und verhaue die noch bei Alrik und dann bin ich hier schon mal durch. Aber das mache ich alles im nächsten Part. Und ich mache hier dann wieder einmal kurz Schluss. Dann sehen wir uns im nächsten Part gleich wieder. Bis dahin, tschüss, ciao und auf Wiedersehen.